So, schönen guten Morgen zusammen. Hallo, guten Dann Morgen. morgen. warten wir noch einen kurzen Moment, bis sich noch ein paar Teilnehmer dazugeschaltet haben. Super. Dann würde ich vorschlagen, wir starten zum heutigen Webinar. Herzlich willkommen an alle, die jetzt sich schon dazugeschaltet haben. Das Thema heute ist, wie können Sie den ROI steigern durch eine effektivere Kundenansprache? Und wen Sie da jetzt sehen, sind meine liebe Kollegin, die Ingeborg. Sie ist bei uns Principal Consultant, CM Loyalty. Und hat in ihrem Fachbereich auch schon an die 10 Jahre Berufserfahrung, genauso wie mein lieber Kollege der Florian Forster, der ist bei uns Head of Data Science und betreut auch damit den Bereich Data Analytics und damit natürlich ein sehr schönes Spannungsfeld zwischen Business und Data Science, was sich gegenseitig sehr, sehr gut ergänzt und befruchtet. Ich bin der Andreas Pauls, bin Senior Business Consultant bei de facto und habe die Ehre, heute durch das Webinar zu führen. Ja, guten Morgen auch von mir. Hallo, schönen guten Morgen. So, vielleicht für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wer ist de facto, was macht de facto? Wir sind eine Businessberatung und auch ein IT-Solution-Provider, vor allem im Umfeld D2C, aber auch im Bereich Business-to-Partner. Und uns gibt es schon seit über 30 Jahren, haben uns dem Thema Customer Centricity verschrieben, sind über 300 Kolleginnen und Kollegen an 3 Standorten verteilt, hauptsächlich aber in Erlangen und München, auch noch einen Standort in Bonn, den wir haben. Und wir betreuen die gesamte Kette, also sowohl in der Planungsphase, wenn es eher um die Konzeption, um die Strategie geht, dann aber auch den Aufbau von Systemen, CRM-Systemen. Und dann aber auch hinten raus die operative Betreuung in der sogenannten Run-Phase. Was haben wir heute vor? Wir haben jetzt die Kolleginnen und Kollegen dabei, die uns dann nach einem kurzen Einstieg durch mich, durch die Praxistipps führen, die einfach mal aus ihrer Erfahrung berichten, was man zu dem Thema lernen kann, wie man bei dem Thema einsteigen kann, was wirklich erste Kniffe sind, wie man rangeht. Und hinten raus haben wir für Sie auch nochmal ein methodisches Vorgehen, wie man sich dem Thema ROI-Optimierung nähern kann. Hinten raus haben Sie natürlich auch die Möglichkeit, ein paar Fragen an unsere Kollegin und den Kollegen Florian zu stellen. Und genau. Vielleicht kurz zum Einstieg, damit wir Sie auch ein bisschen besser nochmal einordnen, noch ein bisschen besser kennenlernen können, hätten wir eine kurze Frage an Sie. Und zwar würden wir gerne erfahren, wo Sie denn momentan schon bei der Messung und Optimierung des Marketing ROI stehen. Also sind Sie da wirklich eher am Anfang oder haben Sie schon erste Schritte gemacht? Oder würden Sie sagen, okay, Sie sind da jetzt im Unternehmen schon fortgeschritten, haben vielleicht auch schon ein Data Analytics Team und sind da schon relativ tief eingetaucht? Und dazu würde ich einfach eine kurze Umfrage starten. So, die müsste jetzt auch gleich eingeblendet sein. Würde ich Sie bitten, einfach ganz kurz nach Ihrem Bauchgefühl zu antworten, zu bewerten. So, 50% von Ihnen haben schon geantwortet, 60. Dann gebe ich Ihnen noch einen kurzen Moment. Super. So, das sind die Antworten. Das heißt, die meisten von Ihnen sind tatsächlich relativ am Anfang. Das heißt, da können dann die Kollegen später bestimmt auch noch mal ein bisschen näher darauf eingehen, wie man da vor allem eher
an den Grundlagen feilen kann, an den Grundlagen arbeiten kann. Ein Großteil oder ein Teil von Ihnen hat auch schon erste Schritte in dem Bereich gegangen, hat auch schon erste Erfahrungen. Und ein paar von Ihnen haben eine Expertise im Unternehmen aufgebaut. Auch dafür haben wir auch Tipps, die ein bisschen weitergehen, die vielleicht ein bisschen mehr advanced sind. Das heißt, auch für Sie spannende Erkenntnisse und Erfahrungsberichte mit dabei. Genau, bevor wir einsteigen, ein Thema, was uns natürlich jetzt die letzten Wochen auch beschäftigt hat und wir haben es uns nicht nehmen lassen, das mal auszuprobieren, und zwar ChatGPT. Wir haben einfach mal die Frage gestellt, was sind denn die größten Irrtümer oder auch Fehler bei der Optimierung des Marketing ROI, und 5 der 7 Antworten konnte man tatsächlich sehr, sehr gut nutzen. Die haben wir für Sie jetzt auch mal abgebildet. Und auf die Antworten werden wir dann auch später in den Praxistipps näher eingehen. Und ein Irrtum bzw. ein Fehler, den wir auch beobachten bei unseren Kunden, bei unseren Projekten, ist vielleicht ein zu kurzfristiges Denken. Das ist natürlich auch zum Teil getrieben durch Ziele, also Monatsziele, Quartalsziele, die es zu erfüllen gibt. Und da muss man einfach nur schauen, dass man vor lauter kurzfristigen Zielen dann auch das Bigger Picture nicht aus den Augen verliert und auch die Wechselwirkungen nicht vergisst, die einzelne Maßnahmen und auch Zielsetzungen aufeinander haben. Der zweite Punkt ist, mehr Budget ist immer besser. Das ist natürlich etwas, was wir immer mal wieder hören. Und uns ist hier dann vor allem nochmal die Botschaft wichtig, dass man natürlich mit mehr Geld auch mehr Umsatz kaufen kann, also mit Umsatz auch Traffic gemeint. Uns geht es aber vor allem an der Stelle und auch in den Praxistipps darum, wie wir auch Ihnen helfen können, wie man die Kunden vielleicht identifiziert, die profitabel sind oder auch sehr gezielt die Maßnahmen so anwendet, dass sie entsprechend auch ressourcenschonend im Marketing sind. Beim Thema Customer Experience ist es tatsächlich so, dass oft vor allem in der Kaufphase, Nachkaufphase Energie reingesteckt wird. Manchmal aber auch vergessen wird, dass die Customer Experience eigentlich schon dann beginnt, bevor der Kunde identifiziert wurde. Das heißt, der DUI-Prozess oder grundsätzlich der gesamte Registrierungsprozess oder auch die erste Willkommensstrecke sind wirklich schon sehr, sehr wichtige Kontaktpunkte, wo man den Kunden direkt in die Markenwelt, in die Produktwelt eintauchen lassen kann. Dazu später auch nochmal mehr. Dann der 4. Punkt, und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass auch der Florian heute dabei ist, das Thema Daten. Das wird leider oftmals zu stiefmütterlich behandelt, weil vielleicht die Systeme nicht da sind, die Ressourcen nicht da sind. Es wurden vielleicht falsche Ziele, KPIs gesetzt. Und das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein sehr großer Hebel, auf den wir später nochmal gemeinsam eingehen werden. Und der letzte Punkt, das ist natürlich ein sehr, sehr relevantes Thema, dass man wegkommt von der Gießkanne hin zu gezielten, personalisierten Angeboten, Marketingmaßnahmen. Und wie man damit pragmatisch starten kann, wird auch meine Kollegin Inge Ihnen noch mal ein paar Tipps an die Hand geben. Dass wir mit dem Thema den richtigen Zahn getroffen haben, das sieht man auch an den aktuellen Studien, Trends und auch Gesprächen, die wir jeden Tag führen. Und das ist jetzt einfach mal ein Auszug aus der ganz aktuellen Studie von Deloitte, wo man einfach sieht, dass sowohl das Thema digitale Plattformen bei CMOs eine hohe strategische Relevanz hat für die nächsten Monate, aber auch das Thema Skalierung, Expansion, Implementierung von Systemen für eine bessere Personalisierung hochrelevant und natürlich dann aber auch das Senken von operativen Kosten, von Produktkosten, beispielsweise durch Möglichkeiten in der Automatisierung oder eben über die Praxistipps, die wir Ihnen dann gleich auch in die Hand geben. Noch ein wichtiger Punkt, bevor wir einsteigen, weil es kursieren unterschiedlichste mathematische Definitionen. Was ist ein ROI? Wie näher ich mich dem Thema? Und uns ist es jetzt in dem Webinar wichtig, dass wir hier keine wissenschaftliche mathematische Abhandlung
machen, sondern wirklich sehr praxisnah beschreiben, sehr praxisnah berichten und vor allem mit der Zielsetzung, dass wir klar natürlich den Kundenumsatz steigern, aber dabei immer die Kosten im Blick halten. Das ist das, was ich eingangs gesagt habe, vor allem zu schauen, okay, wo sind die profitablen Kunden, wie kann ich den Kundenwert steigern, vor allem auch im Bestandskundenmarketing. Aber natürlich beginnt das Thema schon viel früher. Das heißt, auch in der Neukundenakquise ist die ROI-Optimierung hochrelevant. Das heißt, was sind die richtigen Kanäle zur Neukundengewinnung? Wie überzeuge ich die Kunden zum Kauf? Was muss ich bei meiner Kampagne beachten? Also dazu haben wir auch im Einstieg schon mal die ersten zwei, drei Tipps mit dabei. Und dann aber hauptsächlich der Fokus auf das Thema Bestandskundenmarketing, weil da wirklich das Potenzial drin liegt, um Effizienzen zu heben aus unserer Erfahrung, weil man dann den Kunden einerseits kennt, weil man dann mit den Daten arbeiten kann, man kann viel gezielter agieren und auch viel besser die Interessen der Kunden in die Maßnahmen einarbeiten. So, dann würde ich übergeben an meine beiden Kollegen und freue mich auf eure Praxistipps, auf euren Input. Der erste Praxistipp, der bezieht sich auf das Thema Acquisition Source, also die Quelle der in der Neukundenakquise. Und der Tipp lautet, finden Sie heraus, wo sich Ihre Zielgruppe bewegt, identifizieren und skalieren Sie direkt erkennbare Potenziale. Was meinen wir denn mit diesem Praxistipp? Genau, vielen Dank, Andreas, für den tollen Einstieg. An der Stelle würde ich gleich mal übernehmen. Das Thema Lead-Generierung ist ein ganz wichtiges Thema in unserem Marketing, in den Marketingaktivitäten ganz generell. Denn kaum eine Kampagne ist erfolgreich, wenn wir nur ganz wenige Kunden anschreiben können. Das heißt, je mehr Leads wir in eine Kampagne reinbekommen, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir mit der Kampagne viel Umsatz erzielen und sich der dahinterliegende Aufwand auch positiv über den ROI abbilden lässt. Gerade wenn Sie am Anfang Ihres CRMs stehen, wenn Sie gerade das Thema Kundenmanagement aufbauen und erste Aktivitäten machen in diesem Bereich, vielleicht erstes Newslettering, die ersten Kampagnen für das Unternehmen übergreifend fahren etc., sollten Sie Ihre Ressourcen vor allem auf das Thema Lead-Generierung lenken. Und hier haben wir ja eingangs gesagt, es ist wichtig herauszufinden, wo bewegt sich die Zielgruppe, was sind die richtigen Kanäle, wo sollte ich meine Kampagnen bewerben, wo sollte ich mein Unternehmen bewerben, um in dem Funnel so viele Kunden wie möglich reinzubekommen. Dafür können wir MAFO-Daten nutzen, das heißt, wir können auf Marktforschungsergebnisse zurückgreifen, wir können eigenes Research machen und bereits bestehende CRM-Daten nutzen, um diese MAFO anzureichern. Um dann genau das herauszufinden, was wir in der Mitte jetzt mal exemplarisch für Sie blau markiert haben. Das heißt, was sind die wichtigsten Kanäle unserer Zielgruppe? Wo sollte ich gezielt reingehen? Dabei ist es im ROI vor allem der CPL, also unser Cost per Lead, auf den wir gucken. Es ist im Prinzip ja eigentlich schon fast selbsterklärend, dass je geringer der Cost per Lead, desto höher unterm Strich auch der ROI meiner isoliert betrachteten Neukundenkampagne. Allerdings eignet sich nicht jeder Kanal, um gleichzeitig viele und auch qualitativ gute Leads reinzuholen. In der Praxis finden wir häufig bei uns, bei den Kunden, den Einsatz von Gewinnspielen zum Beispiel. Eine Maßnahme, die uns natürlich schnell ermöglicht, viele Leads in unseren Funnel zu bekommen, unbekannte Kunden zu identifizieren und zum Beispiel über eine Newsletter-Registrierung in unsere Journey zu transportieren, zu transferieren, um sie dann gezielt zu bearbeiten und zum Erstkauf, Folgekauf etc. zu bewegen. Wir sehen allerdings auch, dass Gewinnspiele in der nachfolgenden Betrachtung manchmal auch zu weniger qualitativ guten Leads führen. Denn diese Leads sind am Gewinnspiel interessiert, registrieren sich dann zum Beispiel für den Newsletter und die Unsubscription-Rate ist danach relativ hoch. Entsprechend ist unser erster Tipp, dass wir im Bereich Neukundenakquise nicht nur auf den Cost per Lead isoliert gucken, sondern auch das Thema Herkunftskanal in analytische Korrelation mit dem Entwicklungspotenzial unserer Kunden setzen. Das heißt, hier sollte Neukundenakquise und Bestandskundenmanagement, wenn das zum Beispiel in Ihrem Unternehmen getrennte Abteilungen sind,
auch wirklich Hand in Hand gehen. Wir sollten die Kunden, nachdem sie bei uns in den Funnel gekommen sind, tracken. Wir sollten gucken, wie entwickeln sich diese und im Nachgang auch entsprechend nochmal nachjustieren und gegebenenfalls unsere Budgets, die wir bei Kanälen eingesetzt haben, wo wir zwar sehr günstige und viele Leads bekommen, gegebenenfalls auch umallokieren, um langfristig eben vor allem qualitativ gute Leads reinzubekommen, die wir auch gut entwickeln können. Genau, und Florian, ich glaube, du wolltest dahingehend auch noch mal was aus der Datenperspektive sagen. Genau. Also es ist nicht nur so, dass wir sagen, es ist wichtig, viele Kunden oder viele Leads zu gewinnen, wie Inge schon gesagt hat, oder auch einfach zu gucken, welcher Lead funktioniert besonders gut, aufgrund welches Acquisition Source Themas, sondern es ist ganz am Anfang schon wichtig, sehr, sehr viele Punkte zu sammeln, Datenpunkte. Das heißt eben genau, wo kommt der her, wodurch konnte der Lead gewonnen werden, hat er über Smartphone, Laptop, wie auch immer zugegriffen? Was sind vielleicht schon erste soziodemografische Daten, die ich mitnehmen kann? Und dann vielleicht auch den Erstkauf. Was wir eben gleich zu Beginn machen, dass wir all diese Daten in Verknüpfung bringen, dass wir Kundenattribute berechnen und eine 360-Grad-Kundensicht bilden. Das heißt, wir haben rund um den Lead und den Kunden haben wir ganz, ganz viele Attribute, die wir dann nutzen, um statistische Modelle zu erzeugen. Und da geht es quasi ganz am Anfang schon darum, was sind Kunden, die besonders wertvoll in Zukunft sein werden, beziehungsweise die vielleicht eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, einen Zweitkauf zu tätigen. Das heißt, wir haben Prognosemittel zur Verfügung, wo wir anhand dieser Daten, die natürlich gering sind am Anfang, aber auch damit lassen sich schon gute Modelle erstellen, vorhersagen können, ob ein Kunde mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Zweitkauf tätigt oder ob er sich überhaupt als guten, loyaler Kunde erweist. Und das nutzen wir natürlich sehr früh, dass wir genau diejenigen Kunden identifizieren, die vielleicht keine hohe Wahrscheinlichkeit haben, um die eben nochmal speziell anzutriggern und dann eben die Möglichkeit zu geben, in das Programm zu kommen und quasi eine Loyalisierung aufzubauen. Also da ist tatsächlich, es ist nicht eindimensional, dass wir sagen, die Acquisition Source ist allein entscheidend, sondern eben die Kombination, die Vielschichtigkeit, die Kombinatorik dieser Attribute, die wir da am Anfang generieren, führt dazu, dass wir ein valides Modell erstellen können, was uns prognostiziert, ob sich ein Kunde in den nächsten Monaten gut entwickeln wird oder nicht. Das führt uns dann schon zum zweiten Praxistipp. Super, vielen Dank. Der zweite Tipp bezieht sich vor allem auf den Reason Why. Also Sie müssen sich jetzt vorstellen, Sie konkurrieren natürlich in einem Umfeld, wo auch Ihre Wettbewerber versuchen, Maßnahmen einzuleiten, Dinge zu optimieren. Und hier ist es an der Stelle einfach wichtig, und das hat die Erfahrung gezeigt, dass man ganz konkrete Mehrwerte erzeugen sollte. Die muss man erstmal erarbeiten. Aber diese Mehrwerte vor allem auch erlebbar macht und dazu dann entsprechend auch nochmal der Erfahrungstipp von Inge. Genau, wir nutzen nochmal die schematische Darstellung unseres Funnels von vorhin und wir haben das ergänzt eben um diesen wichtigen Hinweis, dass wir unbedingt einen klaren Reason Why einsetzen müssen, um den Kunden davon zu überzeugen, bei uns auch zum ersten Mal zu kaufen. Was bedeutet das jetzt eigentlich, Reason Why? Wir müssen vor allem auf der rationalen Ebene einen Vorteil schaffen, der das Käuferrisiko für diesen Erstkauf minimiert. Im besten Fall unterstützen wir nicht nur die Kaufentscheidung, sondern wir nehmen sie dem Kunden gänzlich ab. Das heißt, der Kunde entscheidet sich für ein Produkt und sämtliche Zweifel, die er vielleicht jetzt noch hat an der Kaufentscheidung, die eliminieren wir. Meistens findet man zum Beispiel in der E-Com-Welt das Thema Gratisversand als einen entscheidenden Vorteil, um den Erstkauf zu triggern. Oder aber geben Sie 10% auf die erste Bestellung, 10 Euro. Das sind wirklich Incentives oder auch Methoden, Mechaniken, die sich bewährt haben und die sehr gut funktionieren. Haben Sie keinen D2C, keinen E-Com oder ist das bei Ihnen im Geschäftsmodell vielleicht auch nicht möglich, entsprechend einen monetären Vorteil zu geben? So funktionieren aber auch hier rationale Vorteile, zum Beispiel aus der Service-Kategorie. Eine Garantieverlängerung, eine Verlängerung des Rückgaberechts, all das minimiert das Risiko des Käufers für den Erstkauf.
Denn Sie müssen sich vorstellen, der neu generierte Lead, der hat noch keine Erfahrungswerte mit Ihrer Marke. Er weiß noch nicht, wie Bestell- und Kaufprozesse ablaufen. Wie funktioniert der Customer Service? Kommt die Ware richtig bei mir an zum richtigen Zeitpunkt? Kann ich wirklich auch die Ware so zurückgeben, wie es mir versprochen wurde? Oder war es vielleicht nur ein Log-Angebot? Und hier, Andreas, vielleicht, wenn du noch mal klickst, ist es ganz wichtig, testen Sie verschiedenste Incentives, setzen Sie rationale Vorteile, Vorteile, die vor allem für den Kunden an dieser Stelle schnell erlebbar sind. Also keine Vorteile, die erst zu einem späteren Zeitpunkt, ein halbes Jahr später greifen, sondern wirklich jetzt zum jetzigen Zeitpunkt dem Kunden einen entsprechenden Vorteil bieten. Und wichtig ist, und das ist etwas, ich glaube, Florian, da kannst du auch aus der Praxis noch erzählen, wenn wir reingehen, testen Sie Ihre Incentives nicht nacheinander, lassen Sie nicht externe Faktoren Ihren Test beeinflussen, sondern versuchen Sie AB-Tests einzuführen. Das heißt, testen Sie Ihre Incentives wirklich gegeneinander in einer geschlossenen Kampagne. Genau, das ist ein Fehler, den wir tatsächlich sehr häufig sehen, dass Kunden schon überlegt haben, welche Kontaktstrecken sie aufbauen und bei Kampagne 1 vielleicht einen Incentive-Test haben, bei Kampagne 2. Und dann den Fehler machen, zu sagen, Incentive 2 hat besser funktioniert als Incentive 1, vernachlässigen aber die ganzen Rahmenbedingungen. Also gab vielleicht eine ganz andere Schichtung von Kunden, war ein anderer Zeitpunkt. Das ist ganz wichtig, also dass wir das innerhalb einer Kampagne machen, dass wir wirklich die Gruppen repräsentativ aufteilen, dass wir sagen, wir nehmen die Incentive-Tests in eine Kampagne rein und dann kann man valide Schlüsse ziehen. Sehr häufig ist wirklich schon der Fehler begangen worden, zu sagen, es hat besser funktioniert und es lag einfach an ganz anderen Rahmenbedingungen. Das ist ganz wichtig, dass man das innerhalb einer Kampagne durchführt. Genau. Und auf dem nächsten Slide sehen wir jetzt nochmal schematisch die Stufen in unserer Customer Journey dargestellt. Gerade in der ersten Stufe, wo es darum geht, den Erstkauf zu triggern, sollte der Fokus vor allem auf das Problemlösen gesetzt werden. Das heißt, wenn Sie sich mit Ihrer Zielgruppe auseinandersetzen, schauen Sie durch die Brille Ihrer eigenen Kunden, welche Probleme hat der Kunde, welche Hürden sind gerade im Kaufprozess gegeben und wie können wir aus Marketingperspektive diese Hürden so gering wie möglich machen. Formulieren Sie ganz, ganz klare Vorteile, die gut verständlich sind. Und hier sehen Sie jetzt in dieser Darstellung, dass dieses Emotional Added Value, also ein emotionaler Mehrwert, jetzt erstmal ausgegraut sind. Diese Mehrwerte helfen uns in dieser Phase weniger, einen Erstkauf zu triggern, beziehungsweise einen Kunden davon zu überzeugen, bei Ihnen jetzt sich zum Beispiel auch zu registrieren und einen Testkauf zu tätigen. Erst in der Folge ändert sich der Fokus. In der Folge geht es weniger um das Thema Problemlösen. In der Folge wollen wir Mehrwerte setzen, die vor allem auf die Bedürfnispyramide Ihrer Kunden einzahlen. Das heißt, Bedürfnisse erkennen und Erwartungen erfüllen. Und dann die Champions unter Ihnen, die heute schon zum Beispiel ein Loyalty-Programm haben oder sehr personalisierte Kommunikation ausspielen, vielleicht auch Community-Management machen, die wissen, dass es dann in der Loyalisierungsphase vor allem darauf ankommt, die Wünsche der Kunden zu verstehen, sie zu überraschen und vor allem sehr segment- und zielgruppenspezifisch auch anzusprechen. Das heißt, nicht jeder Benefit ist für jeden Kunden zugänglich, sondern hier gehen wir selektiv vor. Wir schätzen sehr stark die Loyalität unserer Kunden. Wir überraschen sie mit Mehrwerten, die sie sonst, wenn sie sich zum Beispiel nicht registriert hätten, gar nicht bekommen würden. Unser Erfolgsrezept, und wenn du da bitte nochmal weiterklickst, Andreas, liegt wirklich darin, dass wir in Summe einen Reason Why schaffen, der uns zum einen natürlich am Anfang hilft, eben schnell erlebbare Vorteile erlebbar zu machen, aber auch in der Folge sich speist aus diesen vier Kategorien. Finanzielle Mehrwerte, serviceorientierte Mehrwerte, Information natürlich, also sowas wie zum Beispiel Pre-Access, Early Access, Informationen zu Ihrer Brand, Behind the Scenes und dann eben auch emotionale Mehrwerte. Für die Kundenbindung, für die Loyalisierung Ihrer Neukunden entlang der Journey, entlang dessen, was Sie sich überlegt haben für Ihre Kunden, ist es wichtig, dass wir Mehrwerte setzen, die sich aus diesen vier Kategorien im Prinzip bedienen und die sehr ausbalanciert sind. Super, vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum nächsten Praxistipp, der auf das Thema Experience einzahlt. Und zwar lautet der Tipp, kehren Sie die internen Komplexitäten nicht nach außen, sondern fokussieren sich stattdessen auf das Marken-
und Nutzen versprechen und machen Sie das auch direkt erlebbar? Ja, das ist tatsächlich etwas, was wir sehr häufig finden, wenn wir mit Unternehmen zusammenarbeiten. Wir setzen Prozesse auf, die wir von intern nach außen gedacht haben. Das heißt, die Fachabteilung, die Marketingabteilung stellt eine Anforderung an einen neuen Prozess, an einen Kampagnenprozess, an einen Registrierungsprozess, an eine Landingpage oder anderes. Und eine andere Abteilung setzt es um. Und zwar setzen die das so um, wie es für sie am einfachsten ist. Und das ist meistens aber nicht der Prozess, der für den Kunden am elegantesten ist, am einfachsten, am unkompliziertesten oder der eine seamless digitale Experience zum Beispiel zulässt. Und was Ihnen hier helfen kann, ist, dass Sie zunächst einmal aus der eigenen unternehmensinternen Vision ein Nutzenversprechen ableiten. Denken Sie aus Kundenperspektive und überlegen Sie sich, was möchte ich dem Kunden eigentlich bieten? Welches Versprechen möchte ich dem Kunden aussprechen, was er bei mir erleben kann, wenn er mein Kunde wird, und machen Sie das erlebbar. Und hier hilft es, in klar definierten Guiding Principles dann im Prinzip weiterzuarbeiten. Wir haben jetzt hier mal, um es einfach und verständlich auch zu machen, 4 aufgenommen. Das eine ist eben das Thema Zielgruppe. Das heißt, beschäftigen Sie sich sehr viel und permanent mit Ihrer Zielgruppe. Versuchen Sie, diese immer klarer darzustellen. Überlegen Sie sich, was sind Probleme, was sind Bedürfnisse, was sind Wünsche. Und sämtliche Entscheidungen, sämtliche Prozesse, die Sie danach definieren, die Sie ausarbeiten, sollten sich an der Zielgruppe orientieren und von außen nach innen gedacht sein. Also wir haben einen Kunden dazu gebracht, einen Erstkauf zum Beispiel bei uns zu tätigen. Und wir versprechen, die Ware kommt innerhalb von 3 bis 5 Tagen an. Jetzt wartet der Kunde aber eigentlich 21, 22, 23 Tage, bis die Ware bei ihm ankommt. Schlecht. Oder wir versprechen dem Kunden ein unkompliziertes Rückgaberecht und dann verfangen wir uns in einem Customer Service Prozess, wo der Kunde Anrufe tätigen muss, E-Mails schreiben muss, ein Retourenlabel anfordern muss. Extrem komplex. Das heißt, es kann dann passieren, dass wir einen Kunden, wir haben uns unglaublich viel Mühe gegeben in dem Lead Funnel, den Kunden davon zu überzeugen, zu kaufen. Wir haben ihn bei uns, wir wollen ihn danach strukturiert bearbeiten und wir werden auch dafür Geld ausgeben, weil wir automatisierte Strecken zum Beispiel aufgesetzt haben, die automatisch anlaufen. Wir werden dafür Geld ausgeben, aber wir kriegen ihn vielleicht gar nicht mehr zurück, weil das Risiko durch eine schlechte Experience gestiegen ist, dass der Kunde ein Einmalkäufer bleibt. Und jeder einzelne von Ihnen ist ja selber auch Kunde. Was hat Sie davon überzeugt, immer wieder zu einer Marke zurückzukehren? Fühlen Sie sich das immer wieder vor Augen und setzen Sie es genauso auch in Ihrem Unternehmen um. Das Gleiche gilt eben auch für das Thema Einfachheit. Das habe ich jetzt des Öfteren schon erwähnt. Weniger ist manchmal mehr. Ja, keine komplexen Prozesse, wo wir unglaublich viele Klicks zum Beispiel benötigen, um den Kunden ans Ziel zu bringen, sondern hier wirklich in schlanken Prozessen denken. Versuchen Sie, Ihre Schlüsselbotschaften zu platzieren und auch erlebbar zu machen. Verzahnen Sie Ihre Kampagnen und denken Sie dahingehend immer zunächst aus den Kontaktpunkten, die für Ihren Kunden am wichtigsten sind. Optimieren Sie zuerst diese Stellen und dann gehen wir quasi weiter. Oder auch wenn wir an das Aufsetzen von Triggermaßnahmen oder neuen Kommunikationsstrecken denken, versuchen Sie, das zunächst erstmal schlank aufzubauen, nicht das große Schloss zeichnen und dann am großen Schloss verzweifeln, sondern zum Beispiel auch bei einer Willkommensstrecke lieber schlank, lieber einen Newsletter, der super gut funktioniert, dessen Experience perfekt ist, als direkt eine 3- oder 4-stufige Journey, die in sich super viele Komplexitäten mit sich bringt und Sie verzweifeln dann vielleicht an der Umsetzung, weil Ihr aktuelles Newsletter-Tool es gar nicht hergibt. Und orientieren Sie sich, wie gesagt, an den Mehrwerten. Mehrwerte, so wie wir es vorhin gezeigt haben, entlang dieser 3 Stufen helfen Ihnen, den Kunden immer wieder zurückzuholen. Und wenn Sie das befolgen, dann werden Sie das Nutzenversprechen erlebbar machen. Aber wie gesagt, für diejenigen, die noch keines haben, nehmen Sie es sich zu Herzen, eines für sich zu formulieren. Was wollen Sie dem Kunden schlussendlich bieten? Formulieren Sie das und versuchen Sie, das in diese Guiding Principles zu überführen. Und schlussendlich hier nochmal exemplarisch dargestellt ein Beispiel, wie so eine verzahnte Kampagne aussehen kann. Das E-Mail-Marketing kann hier natürlich extrem helfen, weil es ein Bindeglied zwischen den unterschiedlichen Kanälen darstellt. Wir können aus einem Newsletter heraus
immer wieder in unsere Sales-Kanäle auch lenken. Und ja, je verzahnter oder auch je stringenter unsere Journey schlussendlich aufgebaut ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass wir einen Kauf erzielen und dass der Kunde vor allem uns auch in seinem Relevance-Set behält und wiederkehrt. Super, vielen Dank. Dann würde ich sagen, springen wir direkt in das Bestandskundenmarketing. Also Sie haben jetzt den Kunden identifiziert, Sie haben, wie Inge beschrieben hat, ein Nutzenversprechen abgeleitet. Sie wissen, die Mehrwerte haben Sie schon eingearbeitet. Das heißt, die Kunden sind auch schon eingestiegen, vielleicht auch in die erste Kommunikation, in das Bestandskundenmarketing. Und wie geht das jetzt weiter? Also wie würdest du die nächsten Schritte sehen? Genau, also im Bestandskundenmarketing kommt es ja darauf an, dass wir unseren Customer Lifetime Value maximieren. Ein Wert, wenn Sie jetzt sagen, einige von Ihnen, Sie stehen zum Beispiel noch relativ am Anfang, was auch die ROI-Berechnung anbelangt, der für Sie wahrscheinlich auch noch nicht abbildbar ist, den Sie vielleicht noch nicht messen können. Dennoch, er beschreibt im Prinzip das Verhältnis des Kundenwerts, also über die Kundendauer versus dem Umsatz, den ein Kunde erzeugt, in Korrelation zu den Akquisekosten. Und je höher dieser Wert natürlich ausfällt, desto besser für uns und desto besser ist es auch für unseren Gesamt-ROI. Ich glaube, das ist in der Theorie sehr einfach zu verstehen. Und unser aller Ziel ist es, zumindest in den Geschäftsmodellen, wo ich Folgekäufe habe, wir haben natürlich auch Geschäftsmodelle, wo wir zum Beispiel, zum Beispiel Küchenhersteller, da haben wir keine entsprechend hohe Kauffrequenz, aber überall da, wo wir in Geschäftsmodellen unterwegs sind, wo wir häufige oder viele Kauffrequenzen haben, da sollte es natürlich unser Ziel sein, dass wir Bestandskunden halten, dass wir sie loyalisieren, denn sämtliche Studien zeigen und beweisen, dass einen Bestandskunden halten günstiger ist, als einen Neukunden zu akquirieren, zu generieren. Und schlussendlich aber auch einen Bestandskunden zu halten in Bezug auf das Thema Churn Prevention. Denn einen Kunden aus einer Inaktivität zu reaktivieren, kann im Zweifel sogar noch mal teurer sein, als wiederum einen Neukunden zu akquirieren. Also das ist ganz wichtig. Und auf was kommt es jetzt an? Jetzt könnte man natürlich hergehen, eines der Irrtümer, was Andreas vorhin erwähnt hatte, ist, mehr Budget bringt mehr. Ja, da steckt grundsätzlich schon ein Funken Wahrheit drin. Denn natürlich, je mehr Chancen ich entlang des Lebenszyklus einem Kunden biete, einzukaufen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit natürlich auch, dass er irgendwann kauft. Aber dahingehend steigt natürlich auch proportional steigen die Kosten, die dahinter stehen. Kosten für Druck, für Versand, für E-Mail-Marketing, für Personal, was ich benötige, etc. pp. Und es steigt die Sättigung auf Kundenseite. Die Sättigung müssen wir auch berücksichtigen. Da kann man dann zum Beispiel gucken, wie hoch ist die Abmelderate in meinem Newsletter etc. pp. Und die Sättigung ist insofern relevant oder wichtig, denn wenn wir mit einer unglaublich breiten Masse an Kommunikation eigentlich nur irrelevanten Content für unsere Kunden generieren, dann wird die Awareness für unsere eigene Maßnahme geringer. Der Kunde beachtet das gar nicht mehr und schlussendlich wirft er vielleicht das Mailing, was Sie rausgeschickt haben, für teuer Geld einfach nur noch weg, weil er sagt, interessiert mich nicht, das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Also schlussendlich im Bestandskundenmanagement kommt es darauf an, die richtigen Maßnahmen zu setzen. Also haben Sie mit Sicherheit auch schon 500.000 Mal gehört, sei es in der Uni, sei es, Sie haben es irgendwo gelesen in einem Marketingjournal oder Sie haben vielleicht auch Ihren Marketingchef im Hinterkopf, der Ihnen immer sagt, deliver the right content at the right time via the right channel. Also drei Dimensionen, Content, Channel und Timing spielen eine ganz, ganz große Rolle. Und dem wollen wir uns jetzt quasi im Folgenden annähern über die Praxistipps, die wir Ihnen geben zum Thema Bestandskundenmarketing. Aber bevor wir das machen, wollte Florian noch etwas zu dem Thema potenzielle Bestandskunden sagen, aus einer analytischen Perspektive. Genau, es geht vor allem darum, die profitablen Kunden zu finden. Also man hat schon häufig gesehen, dass man mit Vergangenheitswerten rechnet oder mit Durchschnittswerten. Das ist in erster Näherung ganz gut, aber wichtig ist es eben, prognostisch zu denken. Das heißt, nach vorne gedacht, was sind diejenigen Kunden, die besonders profitabel sind, besonders wertvoll? Also ganz plakatives Beispiel, wenn man sich vielleicht einmal mit einem ganz großen, teuren Produkt einkauft und danach nie wieder kommt, könnte man retrospektiv natürlich sagen, das ist ein Kunde, der hat ganz viel Umsatz bei uns gelassen, der ist ein toller Kunde, hat aber gar keine
Optionen oder gar keine, möchte gar nicht mehr weiter kaufen. Und anderer, der vielleicht mit dem niedrigeren Erstkauf einsteigt, ist viel wertvoller. Also da ist es eben wichtig, nach vorne zu denken, Prognosemodelle zu erstellen, um eben einen Kundenwert errechnen zu können, anhand dem wir dann messen können, welche Kunden für uns besonders wertvoll in der Zukunft sein werden. Florian, da eine kurze Frage. Kann ich da auch schon mit Transaktionsdaten starten? Also angenommen, ich habe da noch gar keine Prognosemodelle. Genau, also da kann man alle Daten nehmen. Ganz am Anfang, was ich schon gesagt habe, bei diesem Erstkauf, da habe ich ja vielleicht noch gar nicht so viele Transaktionsdaten, sondern schon vor dem Erstkauf muss ich einen Weg zeigen, in welche Richtung es geht. Also das sind ganz viele Daten, die wir da nutzen. Transaktionsdaten, dann aber auch sowas wie Interaktionsdaten. Mhm. Das heißt, wie häufig nutzt der Kunde den Newsletter, öffnet er, klickt er und so weiter. Das ist, wie gesagt, in dieser 360-Grad-Sicht sind ganz, ganz viele Attribute drin, die wir je nach Bedarfsfall nehmen und verwenden und als Einflussvariablen benutzen. Super, okay. Vielen Dank. Dann kommen wir schon zum vierten Tipp, Digital First, der lautet, setzen Sie auf kanalübergreifende Kampagnen, welche Sie zuerst digital planen und über Multiplikatoren effizient skalieren. Genau, bevor du weiterspringst, vielleicht einführen zwei, drei Sätze dazu von mir. Ich hatte ja vorhin gesagt, deliver the right content at the right time via the right channel. Also hier widmen wir uns jetzt mal von hinten dem Satz und sagen, was sind denn eigentlich die richtigen Kanäle? Ganz generell gesprochen, wir treffen häufig auf Unternehmen, die heute noch trotz steigender Produktionskosten, steigender Versandkosten ihre Kampagnen rein offline planen. Das heißt, sie denken in postalischen Mailings, Beilegern oder anderen Produkten, die sie bei der Deutschen Post oder anderen Zustellern natürlich teuer einkaufen. Diese ganzen Marketingaktivitäten haben ihre Daseinsberechtigung, denn es ist unumstritten, sie haben eine sehr hohe Conversion Rate und können unter Umständen natürlich auch sehr positiv auf den Gesamt-ROI einer Marketingkampagne einzahlen. Nichtsdestotrotz ist unser klarer Tipp, denken Sie um, denken Sie Ihre Kampagne zunächst digital, versuchen Sie eine digitale Experience aufzubauen, denn diese Kanäle sind in der Regel einfach auch kostengünstiger und wir erzeugen vor allem bei der jüngeren Zielgruppe, wenn das Ihre Zielgruppe ist, auch eine entsprechend gleiche Reichweite wie zum Beispiel auch bei den postalischen Mailings. Wenn wir da jetzt mal konkret reingehen, wenn wir auf soziale Medien gucken. Soziale Medien sind jetzt an sich eigentlich keine Kanäle in der One-to-One-Kommunikation, die ich konkret nutzen kann. Also es ist schwer, über zum Beispiel Facebook eine Geburtstagsmessage dem Andreas zu schicken. Das ist doch eine sehr persönliche Nachricht, die ich lieber über andere Kanäle spiele. Aber haben Sie produktbezogene Kampagnen, anlassbezogene Kampagnen, saisonale Kampagnen, dann können Sie die sozialen Medien und den Kanal, den Sie selber aufgebaut haben, zum Beispiel bei Instagram, nutzen, um daraus Multiplikatoreffekte zu ziehen. Also das heißt, Sie haben Follower. Lassen Sie Ihre Follower diese Kampagne teilen, posten, liken, denn jedes kostenlose Teilen zahlt sich natürlich positiv auf Ihren Kampagneneffekt aus, auf Ihr Kampagnenergebnis und damit auch positiv auf Ihren ROI. Haben Sie ein Loyalty-Programm zum Beispiel im Einsatz, dann können Sie über Bonifizierungsmechaniken dieses ganze Liken, Teilen und Posten auch noch unterstützen, indem Sie Punkte vergeben oder andere Bonifizierungsmechaniken haben, wie zum Beispiel auch die Vergabe von einem speziellen Service, wenn man das tut. Das heißt, machen Sie sich Ihre eigene Fan-Community zugunsten und nutzen Sie die Reichweite Ihrer eigenen Fans, um auf Ihre Kampagne aufmerksam zu machen. Hier sehen Sie jetzt eine Übersicht von kanalübergreifenden Kampagnenmöglichkeiten. Also in den digitalen Kanälen haben wir E-Mail, SMS, WhatsApp und auch den My-Account als direkte Möglichkeiten mit einem Kunden im One-to-One zu kommunizieren. Wenn Sie Ihre Kampagnen aufsetzen, denken Sie an diese Kanäle. Wie kann ich eine Kampagne digital planen und verlängern Sie die dann zum Beispiel über analoge Kanäle. Also wo kann ich im Store, wenn ich einen Retail-Store habe, meine Kampagne platzieren, POS-Aufsteller und andere. Oder wie setze ich jetzt eben diese postalisch teuren Mailings ein? Diese können mir nämlich unter Umständen, wie gesagt, helfen. Es ist abhängig von Kunde, welches sind meine profitablen Kunden etc., um meinen ROI zu steigern.
Und zu diesem gesamten Thema Kampagnenoptimierung würde ich jetzt mal an den Florian übergeben, weil das ist ein unglaublich spannendes Thema, wo wir genau ansetzen können, um jede Einzelmaßnahme analytisch auch optimieren zu können. Genau, wir sehen, dass Newsletter-Kampagnen in der Regel schon ganz gut funktionieren, aber wir alle wissen, wie viele Newsletter wir bekommen, manche gehen unter. Und idealerweise wissen wir schon vorher von dem Kunden, wie affin er ist für digitale oder für Offline-Kampagnen. Das heißt, wir haben schon mit Affinitätsmodellen herausgefunden, wofür sie besonders affin sind. Und es gibt tatsächlich Kundengruppen, die dieses Haptische, also ich laufe zum Briefkasten, ich hole die Post raus, einfach noch benötigen. Und wir sehen tatsächlich, trotz der steigenden Portokosten, trotz der Druckkosten, trotz des Papiers, das teurer wird, funktioniert dieses Medium immer noch sehr gut, wenn man es gezielt einsetzt. Das heißt, wir bilden da Kontrollgruppen. Das heißt, wir versuchen erstmal diejenigen Kunden zu identifizieren, die am affinsten sind, zu kaufen oder einen Coupon einzulösen. Und können, wie Sie hier sehen, je nach Zielvorgabe entweder versuchen, den maximalen Ertrag zu erreichen. Das funktioniert natürlich nicht, wenn ich eine Vollauflage nehme. Wir können auch versuchen, haben wir auch häufig, dass der Kunde sagt, das Budget muss eingesetzt werden. Dann kann man das auch machen. Dann sehen wir häufig im Nachgang, es war nicht optimal. Es wurden wahrscheinlich zu viele angeschrieben. Und aus der Tatsache, dass wir Scoring-Modelle haben und mit Kontrollgruppen arbeiten, können wir im Nachgang ganz detailliert reingehen und können identifizieren, ob die Auflage gut gewählt war oder ob vielleicht noch mehr Ertrag möglich gewesen wäre. Das heißt, das Spannende oder die interessante Erkenntnis, die manche Kunden haben, ist am Ende, sie haben ein positives Zusatzergebnis. Das heißt, abzüglich Marge, abzüglich Kosten bleibt deutlich was übrig. Wir können aber auch aufzeigen, es wäre noch mehr übrig geblieben, wenn ihr euch noch mehr Kunden gespart hättet. Das ist immer sehr spannend und sehr überraschend, die Erkenntnis, dass eben mehr nicht immer mehr bringt, sondern wichtig ist es eben, die relevanten Kunden zum relevanten Zeitpunkt zu finden und dann eben so zu bespielen, dass sie mit hoher Wahrscheinlichkeit kaufen werden. Spannendes Genau, der Schlüssel zum Erfolg, der liegt tatsächlich, ich glaube, Florian, das kannst du auch bestätigen, in der kanalübergreifenden Auslegung. Also je mehr Kanäle wir zur Verfügung haben, um eine Kampagne an den Kunden zu bringen, um zu kommunizieren, desto effizienter am Ende wird diese Kampagne im Prinzip eigentlich auch laufen. Also nutzen Sie wirklich sämtliche Kanäle, die Sie haben. Vielleicht haben Sie ja auch eine App. Setzen Sie App-Pushes ein, setzen Sie App-Mitteilungen ein, nutzen Sie Ihre App, den Bereich in der App für Ihre Kunden auch, um zum Beispiel auf noch ja, laufende, verfügbare, geltende, gültige Gutscheine aufmerksam zu machen. Also all das wird Ihnen helfen, um Ihre Kampagne noch mehr zum Erfolg zu bringen. Super, dann springen wir weiter. Stay relevant, kreieren Sie relevante Inhalte zum richtigen Zeitpunkt. Das hattest du ja vorhin schon eingangs erwähnt, Inge. Was ist damit konkret gemeint? Ja, ganz konkret steht da dahinter natürlich das große Buzzword Personalisierung. Also Personalisierung, was bedeutet das eigentlich? Also da viele, vielleicht auch von Ihnen, die heute zuhören, bekommen von Ihrem Chef das Ziel, wir wollen mehr personalisieren. Wir wollen unsere Kunden nicht mehr mit der Gießkanne anschreiben. Wir wollen von einer 1-zu-N-Kommunikation hin zu einer One-to-One tatsächlichen personalisierten Kommunikation kommen. Und das hat natürlich unglaublich viele Facetten. Wir haben jetzt hier einfach mal, um es auch mal aufzuzeigen, drei Bestandteile der Personalisierung aufgemacht, was man alles personalisieren kann. Fangen wir natürlich an mit dem Content. Wir können innerhalb unserer Kommunikation, und da ist es egal, in welchem Kanal ich denke, den Content personalisiert ausspielen. Es helfen zum Beispiel Recommendation Engines oder andere Technologien im Hintergrund, um diesen Content auch dynamisch im Prinzip in den Kanal zu bringen, den wir ausspielen wollen. Aber es lassen sich auch Funktionen personalisieren. Also zum Beispiel, wenn Sie an Ihre Webseite denken, lassen sich Burger-Menüs je nach Affinität der Kunden anders darstellen, weil wir sehen, dass zum Beispiel eine andere Reihenfolge auch in der Ausspielung von Produktkategorien helfen kann. Wir können Designs und Layouts personalisieren. Also all das ist im Endeffekt möglich und zwar kanalübergreifend. Darüber hinaus geht es vor allem auch um den Einsatz von künstlicher Intelligenz und vor allem im Bereich E-Mail-Marketing. Also hier können wir Versandzeitpunkte individuell gestalten und automatisieren. Wir haben später noch einen Chart, wo wir zeigen, dass der größte Block
an E-Mails tatsächlich, ich glaube, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr rausgesendet wird. Das ist aber nicht die Zeit, wo Ihre Kunden am aufmerksamsten sind für ihren Posteingang, sondern es ist tatsächlich eigentlich die Couchphase. Und die wird nicht genutzt. Und wir können über die künstliche Intelligenz herausfinden, was ist der richtige Zeitpunkt für Ihren Kunden. Wir nutzen die Daten, die da liegen. Wir füttern im Prinzip Tools, die uns das dann ausspucken. Aber auch das Thema Versandfrequenz natürlich. Wir hatten vorhin eingangs gesagt, Sättigung spielt eine große Rolle. Aber das Stresslevel, was wir haben oder beziehungsweise was wir erzeugen, ist natürlich auch individuell. Also jeder empfindet das anders. Für den einen sind 2 E-Mails pro Woche schon zu viel, der andere sagt, ich kann auch 5 ertragen. Und auch hier helfen uns künstliche Intelligenztechnologien, um herauszufinden, was ist die beste Versandfrequenz für welches Segment, für welchen Kunden bei Ihnen in Ihrer Kundendatenbank. Und schlussendlich natürlich Dynamisierung, Animierung, interaktive Inhalte. Die Kommunikation lebt mittlerweile, vor allem in der digitalen Welt. Statische Newsletter waren gestern, statische Versionen. Heute denkt man eher in einem modularen Aufbau, in einer Dynamisierung von Inhalten, die eben über künstliche Intelligenz zum Beispiel befüllt werden. Wir sind im Prinzip eigentlich nicht mehr diejenigen, die für den Kunden definieren, wie muss der Newsletter ausschauen, sondern dem Kunden, das Verhalten der Kunden, das Einkaufsverhalten, das Interaktionsverhalten bestimmt, was ist der relevanteste Inhalt. Und somit können wir gegen sämtliche Effekte, die wir vorhin aufgezeigt haben, die sich negativ auf unseren ROI auswirken können, auch dagegen wirken, indem wir Personalisierung gezielt einsetzen. Und so ergibt sich dann schlussendlich eine erfolgsversprechende Journey, die sich über mehrere Kanäle dann darstellt und die entlang unterschiedlichster Phasen auch abgebildet werden kann. Sie sehen jetzt in den Bullet Points zum Beispiel Möglichkeiten, was man personalisieren kann, Module, Kategorien etc. und über unterschiedliche Kanäle einsetzt. Genau, und wenn wir an das Thema auch Content denken, dann denken wir natürlich auch an die Tatsache, was gibt es für Anlässe, wann kann ich mit einem Kunden über was eigentlich sprechen? Und hier sehen wir exemplarisch mal den Aufbau eines Kommunikationshauses. Wir haben Systemkommunikation, häufig auch Kommunikation, die aus zum Beispiel einer DSGVO-Sicht vorgeschrieben ist, die müssen wir haben. Da handelt es sich aber auch um Kommunikation, die mit ihrer Transaktion verbunden ist, zum Beispiel eine Bestellbestätigung oder Versandbestätigung. Dann haben wir Regelkommunikation, das ist der klassische Newsletter. Wir haben Trigger-Kommunikation, eine Kommunikation, die direkt auf ein Verhalten des Kunden eingeht. Der Kunde hat sich etwas in die Wunschliste gelegt, wir checken einen Wishlist-Reminder hinterher, wenn er seine Session abbricht ohne Kauf. Loyalty-Kommunikation, alles, was wir entlang des Lebenszyklus zum Beispiel in Verbindung auch mit einem Loyalty-Programm finden, können wir nutzen. Und dann haben Sie Ihre klassischen Kampagnen, die Sie über unternehmensübergreifend planen, saisonale, produktbezogene, anlassbezogene Kampagnen. Unsere Erfahrungswerte geben uns recht, dass je näher wir an einem zurückliegenden Kundenereignis sind, desto besser performt im Prinzip eigentlich auch die Kampagne. Was Sie also hier sehen, sind Erfahrungswerte in Bezug auf Opening Rates von zum Beispiel Newslettern. Und sehr erstaunlich ist zum Beispiel, wenn Sie mal draufschauen, der Vergleich zwischen der Regelkommunikation, wo wir in der Regel 10-20% Öffnungsrate sehen, versus einer Trigger-Kommunikation, wie zum Beispiel einen Basket-Dropboard oder Back-in-Stock-E-Mail. Also das heißt, auf das Verhalten des Kunden reagieren, auf ein Kunden-Event wirklich einzugehen, bringt Performance. Und das sollte unser Ziel sein, dass wir vor allem in diesem Bereich Trigger- und Loyalty-Kommunikation so viele Anlässe wie möglich erzeugen, um mit dem Kunden zu kommunizieren, denn das macht auch die Personalisierung aus. Allerdings, wenn ich noch einen Satz dazu sagen kann, wissen wir natürlich auch, dass die Selektion in diesen Bereichen kleiner ausfällt, wie zum Beispiel in einer übergeordneten Kampagne. Das heißt, wir müssen dieses Kommunikationshaus natürlich ausbalancieren und eine Journey bauen, die sich aus all dem bedient, aber für jeden Kunden individuell zusammengestellt wird. Genau, und ein Beispiel ist das Thema Churn Prevention, wie wir hier analytisch vorgehen können, um den Kunden individuell anzusprechen. Genau, das ist extrem wichtig zu personalisieren. Das heißt, Sie kennen es vielleicht auch noch, wenn man einen Aktivstatus 12 Monate hat, hat man es früher so gemacht, alle, die vor 10-11 Monaten das letzte Mal gekauft haben, die versuche ich nochmal zu aktivieren, damit die nicht inaktiv werden, die Kunden. Da sind wir natürlich zu kurz gegriffen. Wir versuchen hier uns eben personalisiert für jeden Kunden individuell anzuschauen, wie ist seine aktuelle Kauffrequenz, wie war die Kauffrequenz vorher
Und wenn der Kunde davon abweicht, wenn er quasi schon länger nicht mehr gekauft hat im Vergleich zu einem Muster früher, dann leuchten wir uns die Alarmglocken los, dann haben wir ein Churn-Modell dahinter, das die Abwanderungsgefahr prognostiziert. Und je abwanderungsgefährdet ein Kunde ist, desto höher ist sein Score und er wird entsprechend automatisch selektiert und kommt mit seinem Scorewert in eine Selektion rein, um dann eben nicht Gefahr zu laufen, abzuwandern. Das ist eben extrem wichtig, das individuell zu machen, weil es eben Kunden gibt, die kaufen vielleicht einmal im Jahr beständig. Da ist es völlig in Ordnung, wenn jetzt nach 9 Monaten kein Kauf stattgefunden hat. Wenn dagegen ein Kunde alle 2 Monate kauft und ich habe jetzt seit 8 Monaten nichts mehr von ihm gehört, kann es eventuell schon zu spät sein, wenn ich dann erst eingreife. Super Tipp, danke Florian. Genau, hier nochmal dargestellt, heute werden die meisten Newsletter zwischen 9 und 12 Uhr verschickt und die Couch-Phase, die für den Kunden eigentlich so wichtig ist, wo die Aufmerksamkeit für den Posteingang steigt, wird kaum genutzt. Das ist meist historisch gewachsen und hat damit zu tun, dass E-Mail-Versandsysteme vielleicht einen automatisierten Versand nicht zulassen und deswegen in den Arbeitszeiten der Mitarbeiter der E-Mail-Versand stattfindet. Genau, und dann haben wir hier nochmal den Beleg, wie gesagt, auf der nächsten Seite, dass allerdings die Awareness genau in dieser Phase steigt. Du darfst gerne weitergehen. Und hier nochmal Florian, vielleicht zum Thema Daten. Welche Daten können wir für die Personalisierung nutzen? Genau, das haben wir vorhin schon gesagt. Also wir nutzen alle möglichen Daten. Hier ist es wichtig, dass wir eben eine Verbindung haben. Das ist hier an den schwarzen Punkten erkennbar. Das heißt, wir wissen, welcher Kunde welche Transaktion getätigt hat. Wir wissen auch, was in der Transaktion, welches Produkt dabei war, eventuell so Dinge wie Preis, geplanter Verkaufspreis, Richtung Rabatt kann man dann viel rausfinden, aber auch Klickverhalten und all diese Dinge nutzen wir, um dann quasi personalisiert Inhalt auszuspielen. Das heißt, auf der nächsten Folie, Andreas, sehen wir dann, wie man das für eine Recommendation Engine nutzen kann. Das heißt, wir nutzen sowohl Realtime als auch zum Beispiel auf täglicher, wöchentlicher Basis nutzen wir diese Informationen, um gezielt Dinge auszuspielen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel wissen, ein Kunde hat offline gestern eine Jeans gekauft, wenn wir uns das Fashion-Beispiel bemühen, dann würde jetzt die Recommendation Engine am nächsten Tag nicht zwingend online eine Jeans vorschlagen, sondern vielleicht ein Produkt, das dazu ergänzend wirkt. Und das kann man eben beliebig in unterschiedliche Kanäle spielen. Das häufig natürlich online, geht aber auch postalische Mailings, haben wir auch schon gemacht, oder eben über Smartphones. Da ist es eigentlich völlig egal, welcher Kanal dahinter liegt. Wichtig ist, dass die Recommendation Engine gut gefüttert wird und eben ständig weiterlernt und Dinge, die nicht funktioniert haben, eben verbessert und Dinge, die gut funktionieren, auch weitermacht. Super. Letzter Praxistipp an dich gerichtet, Florian. Was würdest du jetzt in Richtung KPIs empfehlen? Wir haben ja auch bei den Irrtümern nochmal gesehen, dass das Thema Data Analytics vielleicht zum Teil ja stiefmütterlich behandelt wird oder falsche KPIs gesetzt werden. Was wäre da deine Empfehlung? Genau, da möchte ich mich kurz fassen, weil das ein Thema für sich wäre. Alleine die Botschaft einfach, die ich mitgeben möchte, ist, es ist wichtig, dass man auf seine KPIs schaut. Das heißt, es bringt nichts, einfach zu optimieren und dann zu schauen, ob es funktioniert. Je nach Kampagne ist eben auch der Aktivitätsgrad unterschiedlich. Das heißt, wenn wir jetzt Performance-Marketing machen, wenn es um Targeting geht, da ist es ganz wichtig zu sehen, quasi real-time, wie die Kampagnen funktionieren, um eben Budget noch anders allokieren zu können. Aber auch bei, sage ich mal, etwas lahmeren Postkampagnen ist es wichtig zu sehen, funktioniert das, muss ich vielleicht nochmal einen Reminder schicken. Und was hier extrem spannend ist, dass wir Kampagnen-Dashboards haben, wo wir auch tiefer reingehen können. Das heißt, es kann sein, dass eine Kampagne gut funktioniert. Das CRM-Wissen, das wir uns zu Nutzen machen, zeigt uns aber, es gibt spezielle Gruppen, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Das heißt, mit Filtern können wir da tiefer reingehen, können gucken, wie die Kampagnen in welchen Regionen, bei welchen CRM-Gruppen funktioniert haben. Und da muss man immer ein Auge drauf haben und muss auch dieses Reporting und Dashboarding ständig weiterentwickeln, weil es einfach wichtig ist, sich dem Markt zu stellen und zu gucken, welche Veränderungen gibt es und kein statisches Dashboarding zu haben, wo man einfach mal drauf schaut, sondern eben Erkenntnisse, die man daraus gewinnt, zu nutzen, um weitere Optimierungsschritte gehen zu können. Super, perfekt. Das ist doch schon mal ein sehr guter Überblick in das Thema KPIs und Analytics. Vielen Dank. Dann kommen wir auch schon zum
Zum letzten Teil, bevor wir dann auch noch mal ein paar Minuten in die Fragerunde blicken werden. Wie beginnt man jetzt damit? Wird sich wahrscheinlich die Frage stellen. Wir haben jetzt verschiedene Praxistipps gehört, aber vor allem jetzt noch mal diejenigen, die vielleicht ganz am Anfang stehen oder auch erste Schritte gegangen sind. Wie könnte man sich dem Thema nähern? Und da haben wir einen Prozess oder einen Lösungsansatz entwickelt, der sich auch schon sehr gut bewährt hat über die letzten Jahre. Und der ist in vier Phasen unterteilt. Und die erste Phase ist tatsächlich an der Stelle die wichtigste Phase, wenn Sie am Anfang sind. Also wirklich nochmal tief eintauchen in die Analyse. Einfach mal schauen, was haben Sie denn schon? Haben Sie schon konkrete Benefits? Haben Sie ein konkretes Nutzenversprechen? Haben Sie schon Aktivierungsmaßnahmen? Greifen diese Maßnahmen? Haben Sie entsprechend AB-Tests, wie meine Kollegen beschrieben haben, schon implementiert? Haben Sie konkrete Journeys schon definiert oder sind Sie da noch im Aufbau? Haben Sie schon ausreichend Kundendaten oder sind Sie da auch erst im Aufbau? Und was ist denn auch überhaupt eine relevante Kundendatengröße, mit der man dann auch analytisch arbeiten kann? Das ist vielleicht dann auch nochmal eine Fragestellung später an den Florian. Also das ist mal so das Thema Analyse, wo man einfach schön einsteigen kann. Das kann man auch sehr schlank machen, um dann am Ende eine Art Fit-Gap-Analyse zu haben und zu gucken, okay, wo sind jetzt für mich persönlich oder für mein Unternehmen entsprechend die größten Hebel? Und dann geht's weiter in die nächsten Phasen, wo es dann in Richtung Use Cases geht, Journey Design und dann am Schluss im letzten Schritt dann auch wirklich in die entsprechende Umsetzung, Testing, und das entsprechende Kampagnenmanagement. Genau, das einfach nur so als kleiner Einstiegspunkt. Und dann würden wir uns freuen, wenn Sie Fragen haben. Wir haben jetzt noch gut 5 Minuten an die Experten. Gerne in den Chat schreiben. Und dann schauen wir einfach, ob wir noch 1, 2 Fragen unterbringen. In der Zwischenzeit vielleicht, Florian, nochmal die Frage an dich zum Thema Kundendaten. Gibt es eine Kundendatengröße, wo es überhaupt Sinn macht, die man braucht, um analytisch vorzugehen, oder ist das sehr bereichsspezifisch oder sehr branchenspezifisch? Bereichsspezifisch. Es gibt, jetzt wenn man zum Beispiel aus dem B2B-Business denkt, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie B2B 3 Großkunden hat, dann wird es schwierig, große Dinge zu tun, aber gerade im Direct-to-Consumer-Markt, da haben wir schon mit 30, 40.000 Kunden haben wir schon ein Churn-Modell aufgesetzt, wo wir Hebel zeigen konnten. Das heißt, da haben wir eine Regelkommunikation aufgelegt und alle 3, 4 Monate wurde ein Churn-Mailing rausgeschickt, dann eben halt an 2.000, 3.000 Kunden. Aber auch hier konnten wir nachweisen, dass der Ertrag positiv ist, dass die Kunden in der Folge geblieben sind. Also 30, 40.000 Kunden, würde ich sagen, ist ein Minimum. Natürlich, je mehr Kunden wir haben, desto besser ist es, aber es geht tatsächlich schon mit einer kleineren Basis, da schöne Erfolge zu zeigen. Und das Wichtige ist eben, dass es messbar ist. Also das heißt, wir haben da Kontrollgruppen, also wir versprechen da nichts, sondern wir haben wirklich die Scorewerte, die wir vorab dem Kunden zur Verfügung stellen, Kontrollgruppen und können danach eben eindeutig nachweisen, hat es funktioniert oder hat es nicht funktioniert. Wenn es nicht funktioniert hat, schauen wir uns eben an, war die Auflage vielleicht zu groß gewählt oder hat das einfach nicht gepasst, war das Ziel vielleicht ein falsches, das Incentive vielleicht. Und das sind einfach Dinge, wo wir uns ständig gemeinsam mit dem Kunden weiterentwickeln und optimieren, um eben das Budget so einzusetzen, dass es optimal ist und genau den Bedürfnissen des Kunden entspricht. Super, vielen Dank. Gut, dann schauen wir nochmal kurz in den Chat. Genau, hier eine Frage aus der Runde. Meine Frage wäre, basierend auf euren Erfahrungen, fragen Sie mich, Fehler, begehen Unternehmen im Aufbau einer Customer Journey oder einer Customer Loyalty oder eines Customer Loyalty Managements? Also welche Fehler begehen Unternehmen beim Aufbau einer Customer Journey oder eines Customer Loyalty Managements in der Praxis? Ja, also wie auch vielleicht rausgekommen ist, viele denken zunächst zu groß, also bauen sich oder malen sich ein ganz, ganz großes Schloss und versuchen dann sofort, dieses große Schloss umzusetzen. Also wichtig ist es, in Evolutionsstufen zu denken und vor allem die Dinge nach vorne zu stellen, die schnell
Erfolge auch bringen. Also Fokussierung auf Quick Wins ist da ein ganz, ganz, ganz großes Thema und parallel dazu mittel- und langfristige Entwicklungspotenziale im Auge zu behalten und in die Implementierung zu bringen. Also das ist ein großes Thema. Und das andere Thema ist aus meiner Perspektive jetzt und aus meiner Wahrnehmung, dass zum Beispiel, was ich auch vorhin sagte, das Thema von innen nach außen gedacht ein häufiges Thema ist. Also viele Unternehmen nehmen nicht die Brille ihrer Zielgruppe, ihrer Endkunden im Endeffekt ein, um ihre Konzepte zu schreiben, sondern lassen sich leiten von internen Problemen oder versuchen, Prozesse drumherum zu bauen, damit sie es irgendwie hinbekommen. Also häufig erleben wir, dass zum Beispiel Lösungen auch gerade in Loyalty-Programmen sehr komplex für den Kunden dargestellt werden und der Kunde durchläuft das vielleicht einmal und dann nie wieder, weil er sagt, nee, also sorry, dafür so viel Zeit aufwenden, damit ich am Ende 5 Punkte gut geschrieben bekomme, das möchte ich eigentlich nicht. Also wirklich so aus meiner Perspektive, fokussieren Sie sich auf die Quick Wins ganz am Anfang, wenn Sie stehen, versuchen Sie eine Roadmap zu schreiben, wo Sie klar priorisieren, was gehe ich in welchem Schritt an, denken Sie in Evolutionsstufen und vor allem nehmen Sie immer die Sicht Ihrer Zielgruppe ein. Und dazu braucht es eigentlich gar nicht groß jetzt eine ganz umfassende Marktforschung, sondern viele Studien existieren auf dem Markt, wenn man noch keine eigenen Daten hat, mit denen man noch arbeiten kann. Man kann auch erstmal hypothetisch arbeiten und sich dem Ganzen dann im Aufbau weiter annähern und immer wieder versuchen, die Hypothesen zu belegen. Super, vielen Dank. Vielen Dank für die tollen Insights. Jetzt sind wir auch schon am Ende des Webinars angelangt. Wenn Sie nochmal spezifische Fragestellungen haben an die Kollegen, gerne an die Kollegen wenden. Sie kriegen auch nochmal die Kontaktdaten entsprechend in der Dokumentation zugeschickt. Wenn Sie einfach nochmal allgemeine Fragestellungen haben, auch gerne nochmal an mich wenden. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn es vielleicht nochmal die ein oder andere Fragestellung gibt, wenn man vielleicht nochmal in ein exklusives kleines Gespräch treten kann. Vielen, vielen Dank für die Teilnahme heute und schönen Tag noch. Danke. Dankeschön. Auch, einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.